Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir, ja wie immer, eine Neuerscheinung hier auf dem Wasser. Ein Tamnavulin, und um Tamnavulin ranken sich also jede Menge, ja auch Gerüchte, aber so Munkeleien. Und zwar, Tamnavulin war viele, viele Jahre ja nicht geöffnet oder hat nicht so richtig viel produziert, und dann hieß es dies und hieß es das. Und es liegt ein bisschen ab vom Schuss, nämlich noch weiter den Tal des Livet drauf, sodass da auch kaum jemand vorbeifährt. Es gab eigentlich wenig Single Malt Originalabfüllungen. Eigentlich kenne ich nur eine einzige, 12-jährige. Von der kamen dann hin und wieder mal wieder ein paar Flaschen oder wieder nicht. Und der Preis hat es mittlerweile gleich mehr als verdoppelt und so. Und eigentlich war nichts. Und dann waren wir jetzt 2017, waren wir oben in Schottland. Ja, sind wir einmal vorbeigeflogen. Und ja, geht gut zu fliegen, aber ich muss ehrlich gestehen, heute bin ich eher so ein bisschen der Beisitzer und Mittrinker. Weil ich echt von Tamnavulin, ich weiß nicht, ich glaube, bitte, wir trinken nicht, wir genießen. Ein Mitgenießer. Ja, genau. So, und die Brennerei fällt auf, wenn man jetzt hier drüber fliegt, wir blenden das Video ein. Dass die so schöne Kupferdächer hat und so grün ist. Ne? Mhm. Das ist so richtig schön oxidierter Grünspan. Und das zeigt sich auch in der früheren Flasche und zeigt sich auch wieder hier in dieser grünen Schrift. Genauso hier unten grün abgesetzt und auch auf der Flasche, auf dem, was ist das? Türkisgrün, ne? Siebdruck, ja, türkis. Diesmal ist es jetzt aber nicht ein 12-Jähriger, wie es sonst immer Standard war, sondern diesmal hat er keine Altersangabe, ist aber dafür in zwei Fässern gereift, und zwar zuerst in was, American Oak Barrels, und anschließend in Sherry Cask gefinished. 40 Volumenprozente, 70 CL, damit ist er ja relativ normal, und da unten drunter steht eine Individual Batch Number. Ja, ja, heftig, dass die Batch schreiben. Ja, 308, so 308 Batches gibt für mich einige 10.000 Flaschen. Oder zigtausend Flaschen. Mhm. Also da ist wohl jetzt wieder mehr im Busch. Aber tja, was nun wirklich mit dem so in Größe jetzt ist und ob die Palette weiter ausgebaut wird, man hört einfach davon, oder ich zumindest höre davon so wenig. Wobei die Brennerei, als wir da waren, der hat es hübsch gedampft. Also die haben ordentlich produziert und LKWs fuhren, war alles am Laufen. Ist es nur eine Single Malt Brennerei? Die sahen mir so ein bisschen fabrikmäßig auch schon ein bisschen größer aus auch. Nee, die produzieren im Prinzip Malt, und einen ganz, ganz kleinen Teil wird als Single Malt abgefüllt, und der Rest geht halt in die Blend-Industrie. Also schon eine Blend. Ja. Blend-Geschichte. Wenn ich American. Aber ich glaube nicht, dass sie Column Stills mit Grain haben. Das glaube ich nicht. Ja, halt eine Malt-Brennerei für die Blend-Industrie. Ja. Was ich immer interessant finde, ist, wenn man American Oak liest und nicht Bourbon Barrel, denke ich immer sofort daran so, ach, da hat sich wohl jemand drum gekümmert, dass nicht alles Bourbon ist, was aus Amerika kommt. Ne? Ach, du meinst, wir haben andere... Wenn du Tennessee-Whisky hast? Keiner schreibt Tennessee-Whisky-Barrels drauf. Ich glaube, manche schreiben auch Bourbon für, ja, tun Tennessee. Sie. Ich weiß es sogar, sie tun es wirklich. Und wenn sie dich rumführen, sagen sie auch, oh, da sind unsere tollen Bourbon Barrels. Da steht drauf, Tennessee. Tennessee, aber. Tennessee ist ja, jetzt ziehe ich mir wieder im Voraus auf unser Tasting, unser Live-Tasting, was wir jetzt dann, wenn dieses Video rauskommt, gemacht haben. Die haben sich ja nur eine eigene Region geschaffen. Ne? Naja, das werden wir dann in dem Video besprechen, ja, genau. Beziehungsweise haben es besprochen. Genau. Also, ich finde ihn sehr schön süß. Schön fruchtig, eigentlich eine Honignote dahinter und so ein bisschen aromatische Note, so nach Mandeln, Marzipan, Rosenwasser. Ja, ist eigentlich eine sehr schöne, angenehme, intensive Note da drauf. Weitaus komplexer als viele Whiskys ohne Altersangabe. Also, hier riecht man den Sommer. Sommer ist zwar offiziell schon vorbei, oder? Mhm. Ist noch Sommer? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall merkt man langsam, dass Herbst wird, aber in dem Glas hier ist definitiv Sommer mit Blumen, Früchten, Honig und ein paar Mandelsplittern. Klasse. Oh, das ist aber, wie du sagst, richtig intensiv. Ja, aber nur 40 Volumenprozente. Ne? Mhm. Also dafür geht es richtig. Ne? Dafür geht es richtig ab, ja. Entschuldigung. Ja, immer noch ein leichter Husten, aber die Nase ist frei. Ja, das ist das Wichtigste. Ja.
zunächst eine leichte Öligkeit. Es belegt einem ein bisschen den Mund. Trockener werdend, Eichennote ist da. Zunächst war ein bisschen die Frucht, die noch durchkam, aber nach wenigen Sekunden übernahm dann da im Prinzip so eine Trockenheit im Mund. Mhm. 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 Also, wow, er hat so eine ganz leichte Fruchtigkeit, aber also Sommer in der Nase, aber im Mund ist er der Herbst. Ja, genau. Also wirklich, wie du sagst, Eiche ist dominant und leicht geht es ein bisschen in die herben Geschmäcker. Mhm. So, weiß nicht, ist das Schokolade, Kakao? Kakao eher. Mit einer zartbitteren Note hinterher. Also eine zartbittere Note, aber also für mich ist es so ein bisschen kakaoartig. Mhm. Jo. Aber schon irgendwo weich und ölig. Ölig? Hast du recht, ja. Am Anfang dieser ölige Geschmack im Mund, ja. Ja, das macht ihn aber auch irgendwie ein bisschen weich vom Gefühl her im Mund. Ja, und dann nimmt der Kakao über. Mhm. Und ja, also für den Neuanfang von Tamnavulin mit einer neuen Abfüllung seit 20 Jahren die erste oder so. Ach so, oh. Ja, ja, also okay. Richtig lang. Ne? Ja, dann ist er eigentlich ganz nett, ja. Ist er eigentlich ganz nett geworden. Allerdings, ich hätte mir nach dieser langen Zeit eigentlich dann auch ein Alter auf der Flasche gewünscht. Das so, wenn man so lange Zeit hat, ne? Zeit genug hätten sie gehabt, also keine Frage. Nun, ist nicht so. Der Zwölfjährige hat gewissen Kultstatus erreicht. Der Zwölfjährige hat auch einen gewissen Sammlerstatus, weil es von Tamnavulin bislang keine eigenen Single Malt Whisky Abfüllungen gab. Und da ist nun hier die zweite Flasche, die nun die Sammlung in Richtung Tamnavulin wieder ein bisschen erweitern kann. Mhm. Vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber immerhin, die Sammlerflasche ist nicht mehr die einzige. Ne? Ich finde aber auch einen leckeren Whisky zum Genießen. Jo. Also den kann man schon auch trinken. Ne? Kann man schon auch trinken. Ja. Okay. Nein, es war nur so Ergänzung oder Entwertung der alten Sammelflasche. Oder Aufwertung der alten Sammelflasche. Aufwertung eigentlich. Weil jetzt wieder was kommt. Ne? Ja. Weiß man nicht so genau. Okay, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wem es gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben und wir sehen uns beim nächsten Mal.